Ja, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind heute wieder beim Web-Talk, die Linke in Corona-Zeiten. Und ich habe mir heute Amira Mohamed Ali, unsere Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, eingeladen. Bleibt alles anders, habe ich es genannt, und zwar aus zwei Gründen. Wir haben zwei Krisen. Wir haben zum einen die Klimakrise, die Polkappen schmelzen, der Meeresspiegel steigt, Waldbrände nehmen zu. Es gibt extreme Wetterereignisse und wir haben die Corona-Krise. Seit März überzieht Corona als Pandemie nicht nur Deutschland, sondern im Prinzip die gesamte Welt. In Deutschland gibt es etwa 280.000 Infektionsfälle, 9.500 Verstorbene. Wir hatten Lockdown, wir haben Kurzarbeit, wir haben Kitaschließungen und seit August steigen die Zahlen auch wieder. Dennoch versuchen wir natürlich irgendwie weiterzumachen und wir versuchen vor allen Dingen sozialgerechte Wege aus der Krise zu bekommen. Aber wiederum steht auch der Corona-Winter vor der Tür. Was ist also zu tun? Dafür habe ich mir heute Amira eingeladen. Amira Mohamed Ali ist gelernte Rechtsanwältin, im Prinzip also eine Kollegin, eine Berufskollegin von mir aus Niedersachsen, ist da im Bundestag und seit November 2019 auch eine unserer beiden Bundestagsfraktionsvorsitzenden. Amira, du bist jetzt seit etwa einem Jahr Co-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag. Was war für dich eigentlich die spannendste Erfahrung, die spannendste Erkenntnis in diesem Raumschiff Bundestag? Ach, also das ist ganz schwierig, da ein Ereignis zu finden. Also ich denke schon, dass es eine besondere Situation war, gerade auch in dieser Corona-Krise, die Fraktion zu führen, weil das natürlich eine Zeit gewesen ist und auch nach wie vor auch ist, in der ja alles sich sehr stark komprimiert. Also alle im Grunde die Corona-Krise, das sagt man ja immer so, wirft ein Schlaglicht auf die vorhandenen sozialen Probleme, verstärkt die an vielen Stellen auch. Und da mussten wir als Fraktion auch teilweise eben unter schwierigen Bedingungen, weil natürlich auch wir von den entsprechenden Bewegungseinschränkungen betroffen waren, mussten wir sehr schnell agieren und sehr, sehr gut und gebündelt miteinander arbeiten und die Dinge nach vorne bringen. Es hat gerade am Anfang der Corona-Krise hat es mehrere, finde ich, sehr entscheidende Telefonkonferenzen gegeben zwischen der Bundeskanzlerin, den Ministern und auch den Fraktionsvorsitzenden der einzelnen Bundestagsfraktionen, wo wir über den ersten Maßnahmenpaketen Gespräche geführt haben, wo wir auch die Möglichkeit hatten, anders als üblicherweise als Oppositionsfraktion da wirklich eins zu eins auch Dinge anzustoßen. Und da haben wir tatsächlich einige ganz konkrete Verbesserungen auch einbringen können in diese ersten Hilfsmaßnahmen. Und das war eine ganz besondere Zeit, ja. Und jetzt, wie ist das eigentlich? Du kommst aus einem Bereich, der jetzt von der Krise durchaus betroffen ist, die Automobilzulieferer. Was sagen denn die Kolleginnen und Kollegen, wenn es jetzt darum geht, bleibt alles anders? Wie kommen wir eigentlich sozial gerecht aus der Krise? Mit welchen Fragen konfrontieren die dich? Mit welchen Fragen haben sie uns damals konfrontiert? Und was ist jetzt eigentlich aus deiner Sicht zu tun, damit wir eben sozial gerecht aus der Krise kommen? Also das natürlich, könnte ich jetzt ganz lange reden, was die große Frage der sozialen Gerechten rauskommen aus der Krise angeht. Aber ich sage mal ein bisschen was zum Thema Autoindustrie. Vielleicht ganz kurz vorweg. Also ich war, bevor ich im Bundestag war, war ich 10 Jahre bei einem Automobilzulieferer angestellt. Und was in der Zeit sich schon gezeigt hat, war, dass in der Branche nach und nach ein immer härterer Wind geweht hat. Die Automobilbranche in Deutschland ist eigentlich immer bekannt dafür gewesen, dass man da ganz gute, sichere Arbeitsplätze hat, dass es da eigentlich relativ ruhig zugeht, dass man gut bezahlte Jobs hat und sichere Jobs hat. Aber da ist deutlich erkennbar gewesen, auch schon vor der Corona-Krise, dass sich da der Wind dreht, dass es immer mehr prekäre Arbeit gibt, mehr Leiharbeit gibt, befristete Beschäftigung viel, viel mehr über Werkverträge stattfindet, dass immer mehr Druck auf die Beschäftigten ausgeübt wird, mehr zu leisten für das gleiche Geld in der gleichen Zeit. Also da ist einfach schon ein längerer Prozess der Druck gestiegen.
Und die Situation hat sich eben für die Beschäftigten verschärft. Ich habe das selber erlebt, dass da teilweise Leute, die viele, viele Jahre da Erfahrung hatten, gut gearbeitet haben, mit Burnout nach Hause gegangen sind, weil es einfach nicht mehr ging, weil einfach der Druck auf dem Druck auf die Leute gestiegen ist. Das waren Dinge, die damals schon deutlich zu erkennen waren. Und natürlich jetzt in der Corona-Krise hat das noch mehr zugenommen, viel Kurzarbeit, deswegen viele Sorgen eben, ob der Arbeitsplatz erhalten bleibt. Viele haben auch Schwierigkeiten mit dem niedrigeren Einkommen auszukommen. Das sind Themen, die ganz stark brennen. Und natürlich haben die Beschäftigten in der Autoindustrie Sorge um die Zukunft. Ich bin vor kurzem, das war nicht mein alter Arbeitgeber, ich bin vor kurzem gewesen bei VW in Emden und habe da mit dem Betriebsrat gesprochen. Und das ist ein Werk, das eigentlich schon vor der Schließung stand, was für die Angestellten, aber auch für die ganze Region halt ziemlich schlimm wäre, weil das eben eigentlich einer der wichtigsten, der wichtigste Arbeitgeber in der Region ist. Und dieses Werk soll umgebaut werden auf Elektromobilität. Und die Beschäftigten wissen das und die sind auch bereit, diese Schritte mitzugehen. Also ich habe das da gar nicht erlebt, dass Leute da, das ist auch mein Eindruck, dass die Beschäftigten in der Autoindustrie denken, ja, das soll bitte mal alles so bleiben, wie es ist. Nee, das ist schon ein starkes Bewusstsein dafür da, dass da Veränderungen kommen und auch kommen müssen. Aber eben die Befürchtung, dass das mit Arbeitsplatzverlust einhergeht, dass eben da Stellen abgebaut werden und dass eben nicht das geschieht, was notwendig wäre. Nämlich, dass einmal sozusagen von staatlicher Seite, was diesen Umbau der Mobilität angeht, dass da gute Voraussetzungen geschaffen werden. Beispiel Elektromobilität zum Beispiel einfach, dass da eine Struktur geschaffen wird, was Ladesäulen angeht, was natürlich eine Voraussetzung dafür wäre, dass man diesen Schritt schafft. Und das Zweite ist eben, dass nicht genug investiert wird in nötige Umqualifizierungsmaßnahmen. Also dass die Leute fit gemacht werden für andere Aufgaben in diesem Bereich und rund um die Bereiche. Das heißt, da ist wirklich große Sorge und die Sorge ist leider auch berechtigt, weil natürlich auch in der Branche, wie in ja leider allen anderen, es eben nur darum geht, möglichst Profit zu machen und es ist eben wenig Verantwortung da für die Beschäftigten. Und da ist es eben wichtig, dass staatlich eingegriffen wird, weil die Unternehmen von sich aus machen das nicht. Du hast davon gesprochen, die Beschäftigten sind durchaus bereit und ihnen ist bewusst, dass es da Veränderungen geben muss. Was schlägt unsere Bundestagsfraktion in diesem Zusammenhang vor? Wie nehmen wir dieses Bewusstsein auf? Gleichzeitig ist auch klar, du hast es beschrieben, sie haben natürlich Angst um ihre Arbeitsplätze, Angst um die Zukunft. Sie wollen zukunftsfähige Arbeitsplätze. Was muss aus unserer Sicht für diesen Fall getan werden? Also was wir als Bundestagsfraktion auch ganz konkret jetzt in der Krise, in dem Zusammenhang beantragt haben, das ist erstmal, klingt es vielleicht ein bisschen widersprüchlich, wir haben gesagt, es geht nicht, dass Konzerne staatliche Hilfe bekommen, die auf der anderen Seite Dividenden ausschütten. Das ist auch ein Punkt, der gerade in der Autoindustrie zutrifft. Auf der einen Seite wird Kurzarbeitergeld irgendwie genommen, auf der anderen Seite werden Dividenden in Milliardenhöhe für die Aktionäre verschenkt. Das kann es nicht sein, sondern da müssen die Unternehmen halt, ich sage mal, ihre Verantwortung auch wahrnehmen und eben dafür sorgen, dass die Beschäftigten das entsprechend bekommen. Das Gleiche gilt auch dafür, wer Staatshilfen bekommt, der darf nicht Leute entlassen. Auch das ist ja ein anderes Beispiel, das ist nicht Autoindustrie, sondern was die Lufthansa angeht. Das ist aber auch ein Unternehmen, wo wir Änderungen brauchen, denn auch im Luftverkehr darf es ja so nicht weitergehen. Da wird einfach nach wie vor droht ein enormer Stellenabbau, Stellenkürzungen und die Bundesregierung hat da trotzdem Milliardenpakete in dieses Unternehmen gesteckt, ohne die Voraussetzung dafür zu schaffen oder als Bedingung zu stellen, dass Stellen nicht gekürzt werden. Ein weiterer zentraler Punkt ist, dass wir sagen, es muss dringend ein umfangreiches Investitionsprogramm her, was dafür sorgt, dass andere Arbeitsplätze für die Region geschaffen werden, dass andere Industrien entsprechend entstehen können und dass der Umbau entsprechend auch politisch flankiert wird. Und das eine Beispiel von der Autoindustrie habe ich gerade schon gesagt. Wenn ich will, dass man mehr Elektromobilität hat, dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass entsprechende Ladesäulenstrukturen da sind. Da geschieht von Regierungsseite viel zu wenig. Das wird genauso langsam wie der Netzausbau. Das ist auch ein wichtiges Thema übrigens, dass da wesentlich mehr investiert werden muss, weil damit ja auch alles entsprechend zusammenhängt. Das heißt also kurz gefasst, einmal Beschäftigungssicherung und eben Investitionen in andere Strukturen. Das ist eigentlich die zentrale Forderung.
Okay, und die Klimakrise verlangt also Investitionen, verlangt veränderte Strukturen. Und jetzt, nachdem Klimakrise ohnehin schon eine enorme Veränderung der Gesellschaft bewirkt, Notwendigkeit bewirkt, dass wir uns als Gesellschaft anders produktiv aufstellen, kommt jetzt die Corona-Krise hinzu, die das Ganze nochmal in einer Art Zangenbewegung zusammenführt. Wir haben jetzt 6 Monate Corona-Pandemie. Wie ist aus deiner Sicht die Stimmung in der Bevölkerung? Gibt es eher Hoffnung? Gibt es eher Sorge? Was tun wir als Linke in dieser Situation, um auch Mut zu machen, um Hoffnung zu schaffen? Welche Alternativen haben wir? Du hast es richtig beschrieben, Jörg. Also in der Tat kommen da jetzt Dinge zusammen und die Situation wird dadurch zugespitzt. Mein Eindruck ist, in der Bevölkerung ist es, also auf der einen Seite hat, was die Maßnahmen angeht, Maskenpflicht und diese Dinge, ist ein Stück Gewöhnung eingetreten. Ich habe den Eindruck, dass man ein Stück weit auch zurück zur Normalität gefunden hat. Man trifft sich wieder mit Freunden, man kann wieder ins Restaurant gehen, man kann ja auch, im Sommer sind ja auch viel in Urlaub gefahren, natürlich unter anderen Voraussetzungen, aber das sind Dinge, die stattgefunden haben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine wachsende Sorge. Nach wie vor eben, das betrifft nicht nur Menschen, die selber kleine Unternehmen haben, dass die immer noch Angst haben vor der Pleite und nicht nur die Künstlerinnen und Künstler, die irgendwie nicht mehr auftreten können und dass die da eben wirklich vor großer, großer Existenznot stehen. Das betrifft eben auch viele, viele Beschäftigte, die immer noch in Kurzarbeit sind, immer noch Sorge haben um ihren Arbeitsplatz. Man muss auch wissen, das ist eine kleine Randbemerkung, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht ganz genau wissen, wie es mit den Unternehmenspleiten eigentlich aussieht, weil es da jetzt eine Veränderung über die Krise im Insolvenzrecht gab, sodass Firmen erst ihre Insolvenz erst später anmelden müssen zum Jahresende hin. Das heißt, da wissen wir noch gar nicht ganz genau, was auf uns zukommt. Und als Bilanz vielleicht, dass das schon mal vorweg zum Regierungshandeln. Die Bundesregierung hat ja wirklich auf der einen Seite viele, viele Maßnahmen auf den Weg gebracht. Teilweise waren da auch gute Sachen dabei, die wir unterstützt haben. Teile haben es angestoßen, wie beispielsweise das Thema Stopp von Stromsperren, Stopp von Hartz, also Aussetzung von Hartz-IV-Sanktionen. Das sind Dinge, die wir als Linke angestoßen haben, die auch gut waren. Teilweise auch Direktzahlung, Hilfspakete. Aber was ja absolut versäumt worden ist und auch jetzt in diesem Sommer konkret versäumt worden ist, wir haben die Schulen nicht Corona-fest gemacht, wir haben die Altenheime, Pflegeheime nicht Corona-fest gemacht, Krankenhäuser nicht Corona-fest gemacht. Da ist also eigentlich gar nichts passiert. Und ich glaube, das ist auch eine Sorge, wenn ich mit Leuten spreche, die eben ganz konkret in dieser Situation sind, dass sie das erlebt haben, dass sie ihre Eltern oder ihre Großeltern im Pflegeheim nicht mehr besuchen konnten, weil eben diese Maßnahmen da waren, dass die Angst haben, dass das wiederkommt, wenn die zweite Welle jetzt droht über Winter. Und da hat die Bundesregierung halt ganz, ganz gravierende Fehler gemacht und einfach überhaupt nichts angestoßen, was es notwendig gewesen wäre. Und meine Befürchtung ist, also was wir jetzt schon wissen, ist, die Corona-Krise war teuer. Es ist teilweise Geld vernünftig ausgegeben worden, teilweise ist auch Geld verpulvert worden in eine Richtung, die nicht richtig war. Unternehmen haben Geld bekommen, die es gar nicht brauchten. Könnte ich jetzt lange was zu sagen, ich kürze es ein bisschen ab, weil kommen ja auch noch Fragen. Und es wird sich am Ende die Frage stellen, wer zahlt für diese Krise? Was folgt dem nach? Wir wissen ja jetzt schon, das hat Olaf Scholz ja auch schon verkündet, die Schuldenbremse soll im Grundgesetz bleiben, die Schulden sollen zurückbezahlt werden. Ja, wenn nichts passiert, wenn wir nicht erstens sagen, Vermögenssteuer, Vermögensabgabe, die Superreichen müssen ein Stück beitragen zu dieser Bewältigung der Kosten dieser Krise, wenn wir nicht sagen, Steuerschlupflöcher müssen geschlossen werden, wenn wir nicht sagen, Rüstungsausgaben runter, das Geld nicht immer rauspowern dafür und rausballern, was immer noch geschieht, dann würde es dazu führen, dass nach der Krise ein Sozialabbau stattfinden wird. Und jetzt komme ich zum Klimakrise. Und dass eben die notwendigen Investitionen, die getätigt werden müssten, um für mehr Nachhaltigkeit und für Klimaschutz zu sorgen, dass die nicht getätigt werden. Eben weil es heißt, wir müssen die Schulden zurückzahlen. Das ist meine ganz große Befürchtung. Erstens Sozialabbau, zweitens die notwendigen Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise werden nicht eingeleitet werden. Und das heißt, diese Frage, wer zahlt am Ende, ist für mich die ganz zentrale. Und da haben wir als Linke ja ganz sehr klare Konzepte, was wir da wollen. Und ich glaube, in dem Zusammenhang wird es sich zuspitzen. Und vielleicht noch ein Satz. Selbstverständlich ist es so,
dass wenn Menschen, mehr Menschen Sorge um ihr Auskommen haben und wir erleben, dass in dieser Corona-Krise die Schere zwischen Arm und Reich ja weiter auseinandergegangen ist und viel mehr Leute Angst, also Schwierigkeiten haben, klarzukommen, auch dann ist es natürlich schwieriger, Bereitschaft zu schaffen oder überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, für klimafreundliches Verhalten, klimafreundliches Konsumverhalten im Grunde ist es das. Das erschwere ich ja dadurch, indem ich Leuten, indem die Menschen eben in finanzielle große Schwierigkeiten kommen. Und das hat sich auch zugespitzt. Lass mich da mal vielleicht direkt dran anschließen, weil ich finde ja, dass innerhalb dieser beiden Krisen sich ein Ding bewahrheitet hat, nämlich die Sachen regelt nicht der Markt. Das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis, die wir, können wir uns natürlich jetzt kräftig auf die Schulter klopfen, wir schon seit langem vertreten, dass bestimmte Dinge nicht der Markt regelt. Nicht der Markt regelt die Frage, wie Lufthansa wieder auf die Beine kommt, sondern 9 Milliarden regeln das. Wie regelt das, dass die Schulen gut ausgestattet sind? Offenbar nicht der Markt. Wie regelt das Breitband in den kleinen Gemeinden, die nicht hochprofitabel sind für die Anbieter? Wie regelt das, dass Breitband auch öffentlich dort zur Verfügung gestellt wird? Offenbar nicht der Markt. Wie regelt das Bus und Bahn? Offenbar nicht der Markt. Alles diese Punkte geben uns recht. Nun ist es aber so, dass wir, und das müssen wir ja auch selbstkritisch benennen, wir jetzt nicht diejenigen sind, die von der Krise politisch profitieren, sondern wir kämpfen darum, dass es politische Alternativen gibt. Aber wir brauchen natürlich auch hier noch etwas mehr Überzeugungskraft, so scheint mir. Wie kriegen wir das hin aus deiner Sicht? Ja, also das hast du richtig beschrieben. Also ich will das, bevor ich auf die Frage antworte, noch ein Beispiel nennen. Also das war wirklich, das fand ich einer der krassesten Momente, in dieser Corona-Krise, als wir als Linke einen Antrag gestellt haben, der Titel war nicht ganz genau, aber inhaltlich ging es darum, Krankenhäuser statt Kampfbomber. Vielleicht war das sogar der Titel. Also zu sagen, es geht doch nicht, dass weiter für Militarisierung und für Aufrüstung Geld ausgegeben wird, wenn wir es doch jetzt wirklich erkennen mussten, dass wir es ins Gesundheitssystem investieren müssen. Und ich habe da von Regierungsseite und auch von der FDP, na klar, nur die Antwort gehört, wir verstehen das Problem eigentlich gar nicht. Wieso denn mehr Geld für Krankenhäuser? Das Gesundheitswesen ist doch super aufgestellt in Deutschland. Wir haben doch gesehen, wie wunderbar wir durch die Krise gekommen sind. Wir haben ja viel weniger Probleme gehabt als andere Länder. Also das ist ja Quatsch, dass da nicht genug Geld im Gesundheitswesen wäre. Also das fand ich so krass. Also so ein völliges Ignorieren der Realität an dieser Stelle. Und in der Tat ist spätestens da ist einem klar geworden von dieser Bundesregierung, ist da wirklich kein Kurswechsel zu erwarten. Du hast es richtig beschrieben, Jörg. Wir haben was als linke Oppositionskraft, wir haben in dieser Krise jetzt nicht in Umfragen, was die Bundestagswahl angeht, nicht an Prozenten gewonnen. Es ist auch in der Tat nicht einfach, als Oppositionspartei und Fraktion in einer Zeit, in der halt alles auf die Regierung guckt und alle darauf schauen, was wird jetzt konkret eingeleitet, umgesetzt, ist es ein bisschen schwieriger durchzukommen, medial auch durchzukommen. Das hat sich ein bisschen verändert inzwischen. Und ich glaube, was wir als Linke tun müssen, ist an den Stellen die klaren Worte zu finden und die Sorgen der Menschen sehr konkret anzusprechen und dafür konkrete Antworten auch zu formulieren. Und das heißt es wirklich im Ergebnis, ich sage mal ein Beispiel, wir sind diejenigen, die den Finger darauf legen müssen, dass in der Corona-Krise der Bildungsnotstand sich verstärkt hat, dass man hier ganz klar gesehen hat, die Corona-Krise hat nicht und trifft nicht alle gleichermaßen, sondern da sehen wir, dass die Menschen, die aus finanziell schwächeren Familien kommen, die Kinder aus finanziell schwächeren Familien, dass die es viel schwerer hatten. Das ist ein Punkt, wo wir als Linke sehr konkret ansetzen müssen. Ein anderes Beispiel habe ich auch gerade schon genannt, dass wir diejenigen sind, die wirklich in aller Deutlichkeit sagen müssen, wir sind an der Seite der Beschäftigten, wir fordern, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben, wir fordern, dass da entsprechende Ausgleiche kommen, was die Löhne angeht. Und der dritte Punkt ist, das war wirklich auch eine Sache, traurigerweise ein Alleinstellungsmerkmal von uns Linken in dieser Zeit, dass wir selbstverständlich auch die Einzigen waren, die hingeguckt haben und gesagt haben, wir fordern Aufschläge in der Pandemiezeit für Hartz IV, für die kleinen Renten, also für diejenigen, die von Sozialleistungen abhängig sind. Wir fordern Hilfen für obdachlose Menschen.
All das sind Dinge und Kompetenzen, die uns als Linke ja auch entsprechend zugetraut werden. Also uns als Linke wird ja und zu Recht auch viel Kompetenz zugetraut bei der sozialen Frage und auch bei der Friedensfrage. Das ist ja auch unser Kern. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in der Kommunikation diese Fragen immer voranstellen. Und zwar auch bei der Frage der Bewältigung der Klimakrise. Das ist ja kein Gegeneinander, sondern es ist in meiner Ansicht nach unsere Aufgabe, an der Stelle zu sagen, wer die Klimakrise bewältigen möchte, der muss echte Nachhaltigkeit schaffen. Und echte Nachhaltigkeit geht nur sozial. Da muss ich alle Menschen mitnehmen. Es geht nicht, dass Menschen, die ohnehin schon finanziell schlecht dastehen, weiter ins Ausgedrängt werden, wegen Maßnahmen, die eingeleitet werden, um dann am Ergebnis große Konzerne zu schonen. Denn das ist ja das, was aktuell passiert in der Politik der Bundesregierung. Die Verantwortung wird abgewälzt auf diejenigen, auf die Verbraucher, auf die, die konsumieren. Das Verhalten soll geändert werden. Aber die Konzerne, die von diesem klimaschädlichen System profitieren, die sollen möglichst in Ruhe gelassen werden. Die sollen möglichst noch Profile machen können mit Nachhaltigkeitslabeln, um es mal ein bisschen verkürzt zu sagen. Das ist ein Punkt, wo wir als Linke dringend ansetzen müssen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, in der Kommunikation auf diese beiden Punkte also einen Schwerpunkt zu legen. Was das im Einzelnen im Wahlkampf heißt, das entscheiden wir ja heute hier nicht, Jörg, aber das wird ja noch besprochen werden. Aber das wäre mein Ziel, dass wir darauf einen Schwerpunkt legen. Okay, und jetzt kommen wir zu den ersten Fragen. Es gibt bereits auf Facebook, aber hier auch in Zoom einige Fragen. Deswegen würde ich Thomas bitten, da mal ein paar reinzureichen zu uns. Thomas. Wir hören dich nicht. Der Klassiker, das Mikrofon vergessen anzumachen. Ja, es gibt Fragen zum einen hier auf Zoom. Jörg, vielleicht kannst du die gleich aufrufen, wenn du magst. Ich würde mich jetzt auf die Facebook-Fragen erst einmal fokussieren, die da kommen. Und zwar hat Marion Fox fragt, die Linke hatte die Chance, da geht es um Corona, hatte die Chance, mit der FDP zusammen die epidemische Lage aufzuheben. Sie bezweifelt, dass wir eine epidemische Lage von nationaler Tragweite noch haben. Und warum hat die Linke sich da enthalten? Das ist eine konkrete Frage, die ihr vielleicht gleich nochmal ausführen könnt. Dann Gregor fragt, das hat zwei Punkte im Grunde genommen. Das Corona-Grundeinkommen für 6 Monate wäre eine gute Maßnahme gewesen. Also eher eine Feststellung. Aber diesen Themenkomplex geht ja sicherlich auch in Hilfe für die Unterstützung von Solo-Selbstständigen und Künstlerinnen und Künstlern zum Beispiel. Und der Themenkomplex Milliarden, 2 Milliarden für die Kommunen extra, könnten ja jetzt offenbar auch kommunalpolitisch aktiv, sagt hier vor Ort, könnten wir bereits beschlossene Maßnahmen nicht umsetzen und offene Stellen und so weiter. Und dann gibt es noch Patricia, die sagt, wir schuften und schuften, aber so lange Wochen- und Lebensarbeitszeit brauchen wir das. Also da geht es um Arbeitszeitverkürzung, um Arbeiten auf mehr Schultern verteilen. Und dann ist keine Frage, sondern noch ein Hinweis von ihr. Sie sagt, außerhalb der linken Blase müsst ihr viel vehementer euch präsentieren. Viele sind überrascht, wenn sie mal mitkriegen, was ihr wollt, also was wir wollen und wie ihr tickt. Ihr habt doch die guten Ziele. Vielen Dank, Patricia, für diese Einschätzung. Das sehen wir auch so. Und von mir noch ein Hinweis, wenn ihr das auch so seht, dann könnt ihr zum Beispiel solche Veranstaltungen wie diesen Talk hier auch dadurch verbreiten helfen, indem ihr diese Veranstaltung einfach teilt. Also auf den Teilen-Button drücken und so kriegen eure Freunde und Freundinnen bei Facebook das nämlich auch mit. Aber erst nochmal zu den Fragen. Einmal, warum Enthaltung bei der Frage epidemische Lage? Zweitens, das Themenkomplex Verkürzung von Arbeitszeit, Lebens- und Wochenarbeitszeit. Dann drittens, Corona-Grundeinkommen. Wäre das keine gute Maßnahme gewesen? Und die Hilfe für die Kommunen. Diese 4 Themenkomplexe sind hier im Prinzip auf Facebook erstmal angesprochen worden und ich glaube, es ist auch erstmal ein guter Input für euch, bevor wir dann mit den F&As hier bei Zoom weitermachen. Mhm. Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen, ja? Ich glaube, er sagte, du sollst anfangen. Ach so, okay. Genau, du fängst an. Du hast irgendwie angefangen. Genau, ich wollte nur, ich weiß nicht, ob es geht, okay, ich fange an. Also zur ersten Frage. Es ging, der Antrag von der FDP ging darum, diese epidemische Lage, die vorzeitig aufzuheben. Es ging also darum, dass, also das ist dies ja begrenzt, dieser
die Erklärung, dass wir eine epidemische Lage nationaler Tragweite haben mit entsprechenden, Konsequenzen, zum Beispiel auch, was die Frage angeht, der Beschlussfähigkeit im Parlament. Die FDP hat beantragt, dass das vorzeitig aufgehoben wird. Die AfD hat das übrigens auch beantragt. Man muss an der Stelle eines ganz klar sagen, auch mit den Stimmen der Linken wäre dieser Antrag nicht angenommen worden, weil es ein Oppositionsantrag ist, dem die Regierung nicht zugestimmt hätte. Das tut die Regierung nämlich nie. Die Stimmen der Linken waren da nicht entscheidend. Aber ich möchte auch inhaltlich was zu sagen. Ich bin durchaus der Auffassung, dass die Situation nach wie vor so ist, dass wir eine epidemische Lage von nationaler Tragweite haben. Ich halte das Coronavirus für wirklich sehr gefährlich. Ich finde die aktuellen Maßnahmen, die da sind, dass man sagt, ich habe die Maskenpflicht, dass ich sage, ich habe nach wie vor ein Verbot von Großveranstaltungen, ich habe nach wie vor das Gebot, Abstand zu halten. Das finde ich richtig. Ich würde mir sogar wünschen, dass es an einigen Stellen, dass die Menschen mit noch mehr Rechten ausgestattet werden, was das Thema angeht. Zum Beispiel, dass man ein Recht darauf hat, auf Abstand in ÖPNVs und auch oder auch in der Bahn. Da haben wir die Situation, dass Leute da auf eng an eng sein müssen und sich entsprechenden Risiken aussetzen. Worauf wir immer achten müssen, und das ist uns als Linken auch wirklich besonders wichtig, ist, dass die Grundrechtseinschränkungen so milde wie möglich stattfinden, möglichst gar nicht und wenn, dann so milde wie irgend möglich. Und dafür setzen wir uns auch ganz klar ein. Aber dieser Antrag von der FDP und auch von der AfD, der in letzte Richtung ging, halte ich eher für Polemik und nicht besonders zielführend. Aber wie gesagt, an unseren Stimmen hätte es auch nicht gehangen. Corona-Grundeinkommen. Also in der Tat ist in der Corona-Zeit ein großes Problem gewesen, dass gerade die Solo-Selbstständigen, dass die zwar Hilfen bekommen sollten, aber diese Hilfen, also teilweise auch bekommen haben, aber diese Hilfen eben nur für die Betriebsausgaben verwendet werden konnten. Mit dem Ergebnis, dass viele Solo-Selbstständige das Geld einfach verwendet haben, um eben Lebenshaltungskosten, dass die das jetzt zurückzahlen müssen, dass die jetzt in Hartz IV sind. Das heißt, für eine konkrete Gruppe von Menschen hätte ich das, und das haben wir auch beantragt, sehr richtig gefunden, wenn man hier sagt, man muss jetzt hier Direkthilfen geben für diejenigen, die jetzt ohne Einkommen dastehen in der Corona-Situation. Da hätte man Direkthilfen geben müssen, auch für Lebenshaltungskosten. Das haben wir mehrfach beantragt mit entsprechenden Schutzschirmen und natürlich auch einen entsprechenden Aufschlag auf diejenigen, also für die Sozialleistungen, weil ja wir wussten, dass das Leben durch die Corona-Krise teurer wurde, dass Hilfsangebote wie Tafeln und so weiter, auf die ja leider viele Menschen angewiesen sind, dass die halt weggebrochen sind, all diese Dinge. Also ich hätte das im Ansatz richtig gefunden, ein Grundeinkommen, wie bedingungsloses Grundeinkommen für 6 Monate in der Corona-Krise auszuzahlen, hätte ich nicht für richtig gefunden, aber eben für die betroffenen Menschen auf jeden Fall hätte es da mehr Unterstützung geben müssen. Was das Thema Kommunen angeht, bin ich auch dankbar für den Hinweis. Also wir haben tatsächlich, ja in der Tat, die Kommunen haben, es sind viele Kommunen, die unter großer Schuldenlast leiden, die hatten vor der Corona-Krise ein Problem, die haben in der Corona-Krise ein Problem, ein wachsendes, und die werden auch nach der Krise ein großes und wachsendes Problem haben. Ich bin vor kurzem im Wahlkampf in NRW gewesen und habe in Essen gesprochen mit Vertretern da von der Stadt, vom Personalrat der Stadt, und die haben mir das auch nochmal geschildert, wie ernst die Situation eigentlich ist für eine Stadt wie Essen, die seit Jahrzehnten unter der Allschuldenlast eben ächzt, dass die nicht genug Leute einstellen können für notwendige Posten in den Behörden und so weiter und so fort, dass notwendige Investitionen zur Haltung und Schwimmbäder etc. nicht getätigt werden können. Wir als Linke haben da im Bundestag mehrmals beantragt, dass entsprechende Entlastung der Kommunen stattfindet, dass es auch einen Schuldenschnitt gibt für die entsprechend belasteten Kommunen, damit es eben nicht diese Altlasten Ewigkeiten noch jahrzehntelang weiter mitgetragen werden müssen, wo erkennbar ist, dass die gar nicht entsprechend bezahlt werden können. Aber da noch ein kleiner Hinweis ist, dass ein Land wie NRW zum Beispiel und die entsprechenden Kommunen, die beantragen noch nicht mal einen Schuldenschnitt, was die sich wünschen, was ihnen schon reichen würde, was die Schulden angeht, wäre, wenn die Schulden übernommen würden, also, oder wenn der Gläubiger für sie nicht mehr Privatbanken sind, sondern eine sogenannte Bad Bank, also eine staatliche Bank, die diese Schulden, eine Schuldenbank, die das übernimmt, damit sie eben nicht mehr von den schwankenden Kursen auf dem Finanzmarkt auch noch zusätzlich gebeutelt wären. Das ist eine Forderung, die auch vernünftig ist, die wir auch unterstützen, aber die tatsächlich in den Regierungen, auch die SPD-Regierung, keine Mehrheit bekommen hat in vielen, vielen Jahren. Aber das ist ein wichtiger Punkt.
Und Arbeitszeitverkürzung, ja. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir uns als Gesellschaft, dass wir über Arbeitszeitverkürzung reden müssen, dass es eigentlich das Ziel sein muss, dass Regelarbeitszeit sich verkürzt. Das Thema ist aber, in der aktuellen Situation hat das zwei Seiten. Einmal muss man aufpassen, wie das von Unternehmen auch missbraucht wird. Denn was wir ja fordern, ist zu sagen, wir haben eine Verkürzung der Arbeitszeit, aber mit entsprechendem Lohnausgleich. Wenn ich einfach nur sage, ich verkürze Arbeitszeit, dann bringt das in der aktuellen Situation mit dem aktuellen Lohngefüge natürlich viele Menschen in Schwierigkeiten, die mit einer Vollzeitstelle mit 40 Stunden gerade mal so viel verdienen, dass sie über die Runden kommen können. Das heißt, Arbeitszeitverkürzung kann für uns ja nur dann gehen, wenn das eben auch einhergeht mit einer entsprechenden Lohnerhöhung, weil sonst Menschen dadurch in Schwierigkeiten kommen. Unternehmen greifen das teilweise auf und sagen, oh ja, prima, Arbeitszeitverkürzung finden wir gut, weil wir wissen, dass Teilzeitkräfte ja effektiver arbeiten als Vollzeitkräfte, aber natürlich gibt es dafür keinen Lohnausgleich. Und das ist eine Sache, wo man wirklich aufpassen muss, weil dann wird das Ganze nämlich zum Pferdefuß. Und in der aktuellen Situation in der Corona-Krise ist das natürlich auch in der Kommunikation teilweise ein bisschen schwierig, weil wir Menschen, viele Leute wünschen sich jetzt händeringend, eben weil sie nicht über die Runden kommen, ihre Vollzeitstelle zurück, damit sie wieder das Geld haben, was sie eigentlich brauchen. Und deswegen ist das natürlich in der jetzigen Situation, finde ich, kommunikativ zum Teil schwierig. Aber natürlich als Ziel so haben wir das als Linke und das finde ich auch nach wie vor wichtig. Wir müssen hinkommen zu einer Gesellschaft, in der das Verhältnis zwischen Freizeit und Arbeit sich verändert und zwar eben zugunsten der Freizeit. Also das ist ganz klar meine Meinung. Ja, ja, so viel von mir zu den Fragen. Genau, ich will da vielleicht kurz anschließen und zwar volle Zustimmung zu Amira. Ich will auch nochmal deutlich sagen, wir haben eine epidemische Lage. Und ich verstehe auch nicht, warum man meint, dass wir keine hätten, weil es ist ja schon so, dass wir praktisch sehen, wie Menschen in Krankenhäusern liegen. Und es ist auch so, dass wir die Situation, die jetzt aktuell ist, die ist doch nicht so, wie wir sie normal einschätzen würden. Und was soll denn also bringen, das zu bestreiten, sondern es macht doch eher Sinn, in dieser Situation aus der Krise auch eine Chance zu machen und zu sagen, jetzt müssen wir umsteuern. Da will ich vielleicht mal dazu kommen, warum die Solo-Selbstständigen auch im Prinzip diese epidemische Lage, ich will nicht sagen benötigen, aber warum wir in der Situation auch das nutzen müssen, dort zu anderen Lösungen zu kommen. Etwa so. Wenn diejenigen, Amira hat es beschrieben, zwar diese Hilfen bekommen, diese Hilfen aber im Hartz IV sofort angerechnet werden, nützt ihnen das praktisch nichts. Sondern die epidemische Lage erschafft uns auch die Möglichkeit, in dieser Situation etwa einen fiktiven Unternehmerlohn für diejenigen zu zahlen. Das wäre nämlich das, was in der Situation helfen könnte. Es wäre zum Beispiel auch Anlass für uns, Hartz IV, das sowieso sozial unausgewogen ist, abzuschaffen und durch eine ernsthafte soziale Mindestsicherung zu ersetzen. Das wären doch die Lösungen, die wir, statt uns an der epidemischen Lage und ihrer Kritik oder Ähnlichem abzuarbeiten, aus der Krise eine Chance machen könnten. Und vor dem Hintergrund glaube ich, wenn wir nach vorne kommen wollen, dann sollten wir nicht alle zu neuen Virologen werden, sondern sollten wir womöglich schauen, wie wir alle zu neuen Sozialpolitikern werden. Und das finde ich an der Stelle vielleicht gar nicht mal so eine gute, gar keine schlechte Alternative zur Arbeitszeitverkürzung. Ich finde in der Tat auch da die Krise zur Chance machen. Es ist doch so, dass wir einerseits ganz viele Leute haben, die am Limit waren und am Limit sind, die so viel Kinderbetreuung, Homeschooling und gleichzeitig Arbeit haben und andere haben jetzt Angst, dass sie die Arbeit verlieren oder haben sie schon verloren oder sind in Kurzarbeit. Das ist doch absoluter Widersinn. Lasst uns versuchen, gesellschaftlich die Arbeitszeit der einen zu verkürzen und die anderen zu verlängern. Und zwar so, dass möglichst gleich viel, / wenig arbeiten. Das wäre doch eigentlich gerecht. Und vor diesem Hintergrund zu einer solchen Gesellschaft, zu einem solchen gesellschaftlichen Modus zu kommen, ist Arbeitszeitverkürzungsforderung sinnvoll. Wie das dann konkret praktisch aussieht, da hat Amira schon darauf hingewiesen, ist natürlich eine Frage, die wir tarifvertraglich vor allen Dingen nur klären können. Wir können wenig gesetzlich vorschreiben,
Allerdings finde ich, ein paar Einstiege können wir schon machen. Wir können zum Beispiel die Überstunden begrenzen. Das können wir durchaus gesetzlich tun und sollten wir auch. Wir können wir können Arbeitszeitverkürzung, Teilzeitmodelle und Ähnliches durchaus auch unterstützen als Politik. Aber klar ist auch, und Amira hat darauf hingewiesen, die Arbeitgeber sollen und dürfen die Arbeitszeitverkürzungsforderung nicht missbrauchen, indem sie am Ende die Leute darüber verarmen lassen, sondern Arbeitszeitverkürzung heißt politisch für uns Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Das ist wichtig und aus der Krise eine Chance machen. Wenn wir dann auch die verschiedenen Klima- und Corona-Krisen verändern könnten, indem wir zum Beispiel neue Modelle in der Produktion oder neue Modelle auch in der Arbeitszeit selbst bekommen würden, dann wäre das durchaus auch eine gute Variante. Ich will noch einen Punkt sagen zu den Kommunen. 2 Milliarden, das ist mal unter uns gar nicht schlecht, aber trotzdem viel, viel zu wenig. Allein mein eigener Landkreis, in dem ich 12 Jahre Kommunalpolitiker war, hatte einen Investitionsstau von allein 10 Millionen. Die 2 Milliarden sind also vor diesem Hintergrund viel zu gering. Wir benötigen etwa das mindestens 3- bis 5-fache, um die wirklich notwendigen Ausbau von Bus und Bahn, Bibliotheken und Ähnliches auch tatsächlich bedarfsdeckend hinzubekommen. Weil am Ende seht ihr doch, wenn es keinen Breitbandausbau gibt, gibt es am Ende auch kein Homeschooling. Wenn es keine Schulen gibt, dann gibt es am Ende auch keine Bildungsgerechtigkeit und so weiter und so fort. Die soziale Komponente, da hat Amira noch mal ganz deutlich darauf hingewiesen, die soziale Komponente ist der Schlüssel für alles. Das ist der Schlüssel für die ökologische Wende und ist der Schlüssel auch für die Corona-Wende. Beides hat sozusagen die soziale Verteilungswirkung als Ausgangspunkt, aber wir müssen, und da will ich noch mal eine Bitte an uns auch selbst richten, da müssen wir ein bisschen raus aus der Blase. Raus aus der Blase heißt, wir müssen die Fragen thematisieren, die die Leute uns stellen und nicht die, die wir gerne selber gestellt wissen wollen. Das heißt nämlich, dass wenn wir zum Beispiel von Ökologie reden, auch die ökologische Frage beantworten müssen. Wir müssen dann also sagen, Verkehrswende, Bus und Bahn, wie macht ihr das ganz praktisch? Oder Automobil, wie soll das in Zukunft mit der E-Mobilität oder mit den kollektiven Verkehrssystemen, wie soll das funktionieren? Müssen wir uns überhaupt noch Autos kaufen oder sollten wir uns nicht lieber in Zukunft Mobilität kaufen? Das sind die Fragen, die wir dann auch beantworten müssen. An der Stelle, Amira hat es gesagt, raus aus der Blase und die Sachen gemeinsam diskutieren im Zusammenhang und nicht nur immer wieder als sozusagen selbstreferenzielles linkes Debattentool. Jetzt gibt es noch ein paar Fragen, habe ich gesehen. Und zwar insbesondere hat sich der Friedrich geäußert und sagt, wir brauchen zum einen die Stärkung der Mitbestimmung, um die weitere Auslagerung von gut tarifierten Jobs in prekäre Beschäftigung zu stoppen. Das beinhaltet natürlich einen Ausbau der Tarifbindung. Parallel brauchen wir eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Das ist völlig meine Meinung. Das ist auch das, was wir jetzt hier die ganze Zeit erzählt haben. Denn wir brauchen zukunftsfähige Jobs, die tarifgebunden sind. Und dann sagt Nefos, Steuerflüchtlinge was machen. Ich gehe davon aus, dass er kritisiert, dass wir was gegen Steuerflüchtlinge tun sollen. Das ist eine ganz notwendige Voraussetzung. Ich will auch mal sagen, ohne Umverteilung ist am Ende auch alles nichts. Wir müssen natürlich auch sagen, wo das Geld herkommen soll. Und wir sagen, wo das Geld herkommen soll. Von denjenigen, die in der Vergangenheit profitiert haben, die von der Entfesselung der Marktkräfte profitiert haben und die jetzt bislang nicht zur Kasse gebeten wurden. Das ist ein schweres Versäumnis der Bundesregierung. Das werden wir im Bundestagswahlkampf auch massiv thematisieren. Ohne Umverteilung wird das alles nichts werden. Schöne, hehre, gerechte Worte hin oder her. Jetzt gibt es noch einige weitere Fragen. Ich will aber auch noch mal Thomas fragen, ob er noch Fragen aus Facebook reinbringen möchte. Ja, es gibt noch eine Anmerkung auf Facebook. Henne Plack schreibt, ihr sollt den Leuten mal konkret erklären, dass ihr für einen Ausgleich zwischen Arm und Reich steht. Da habt ihr eben auch schon kurz drüber gesprochen, aber da kann Ira ja vielleicht auch noch mal was sagen. Und nachdem du bei einer der letzten Veranstaltungen ja
Da war das bedingungslose Grundeinkommen ja schon mal Thema. Zum Beispiel durch das bedingungslose Grundeinkommen, sagt sie hier, und wie das finanziert wird. Jobcenter sollte abgeschafft werden, damit die Linke auch überhaupt als Alternative wahrgenommen werden kann. Vielleicht, da wir jetzt schon 18.43 Uhr haben, und das sei an der Stelle gesagt, wir müssen heute ziemlich pünktlich sein, weil auch das ein Novum hier, gleich um 19 Uhr es nämlich weitergeht mit der nächsten Veranstaltung. Unter anderem, da geht es ums Klima, um Klimastreiktag morgen. Bernd Frixinger, Göster wird dabei sein und Clara von Fridays for Future. Das heißt, wir haben eine interessante Runde zu dem Thema Klimaschutz nachher noch in einer guten Viertelstunde. Deswegen vielleicht diese letzte Frage Richtung, sie muss auch so rum machen, glaube ich. Ne? Sonst weiß ich immer nie genau, wo man die Hand machen soll. Wenn man, auf jeden Fall geht es Richtung Amira, würde ich sagen, die Frage, das Themenkomplex bedingungsloses Grundeinkommen, Jobcenter und Armut und Reichtum. Ja, also das, dazu kann ich natürlich nicht erschöpfend etwas in 2 Minuten sagen, aber vielleicht so viel. In der Tat ist die Frage der Umverteilung, der gerechteren Verteilung von Vermögen, die ganz zentrale Frage. Und da gebe ich der Fragenden recht, das ist ein Thema, was wir als Linke unbedingt ganz nach vorne stellen müssen. Denn davon hängt letztlich alles ab. Es hängt davon ab, dass wir genug Geld zur Verfügung haben für die notwendigen ökologischen Umbauten, für die notwendigen sozialen Unterstützungen der Menschen, die das brauchen. Und dafür muss ich unbedingt Steuerschlupflöcher schließen. Es geht nicht, dass Konzerne wie Amazon, die auch in der Krise wieder kräftig profitiert haben, auch mit staatlicher Unterstützung von der Bundesregierung, dass die keine oder kaum Steuern bezahlen. Andere Unternehmen wie Apple und so weiter, von denen wissen wir das auch. Das sind Lücken, die geschlossen werden können und die dringend geschlossen werden müssen. Also dafür kämpfen wir als Linke auch entschieden, auch im Bundestag. Was das Thema Jobcenter angeht, ja, also das Hartz-IV-System muss weg. Es ist menschenverachtend. Für diese Überwindung kämpfen wir als Linke schon seit unserer Gründung. Und da werden wir auch nicht müde werden, genau das zu fordern. Hartz-IV erhöhen ist vielleicht ein erster Schritt, aber es ist absolut nicht ausreichend. Dieses ganze menschenverachtende Hartz-IV-System muss überwunden werden. Programmatisch sagen wir als Linke aktuell, wir wollen eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Das heißt, dass alle Menschen, und zwar unabhängig von Vermögen, also von geringem Vermögen und unabhängig von geringem Einkommen oder auch gar keinem Einkommen, dass die abgesichert sind, dass ein menschenwürdiges Leben entsprechend auch garantiert wird und eben sanktionsfrei. Das heißt, wir wollen ein Existenzminimum für alle, unabhängig davon, ob sie arbeiten können oder arbeiten wollen auch. Also das ist ein Unterschied. Und da sagen wir einfach, alle Menschen haben das verdient. Und zwar, weil sie Menschen sind. Einfach aus dem Menschsein heraus sagen wir, alle haben ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Das ist unser Konzept. Das BGE ist ein anderes Konzept. Das wird bei uns ja debattiert. Das ist ein Grundeinkommen, was alle Menschen zur Verfügung bekommen. Alle Menschen kriegen das gleiche Geld pro Monat, unabhängig von der Frage, ob sie eigenes Einkommen haben und auch unabhängig von der Frage, ob sie auch eigenes Vermögen haben. Das ist in der Partei umstritten, es wird debattiert. Ich persönlich bin nicht für das bedingungslose Grundeinkommen. Ich bin für die sanktionsfreie Mindestsicherung aus den genannten Gründen. Alle Menschen, die es brauchen, müssen unbedingt sanktionsfrei ohne Anforderungen entsprechend staatliche Hilfe kriegen. Aber jemand, der bereits Vermögen hat und der Einkommen hat, ich sage mal plakatives Beispiel, Uli Hoeneß braucht kein BGE. Aber wenn wir sagen BGE, bedingungsloses Grundeinkommen, würde auch Uli Hoeneß das bekommen. Und ob er das dann wieder über Steuern hinterher abführt, da habe ich so meine Zweifel. Das heißt, ich halte das aus dem einen Aspekt, ich habe noch weitere Argumente dafür, halte ich das nicht für den richtigen Ansatz. Aber das ist meine Meinung dazu. Es ist in der Partei umstritten und wir werden darüber auch weiter debattieren. Aber klar ist für uns als Linke, wir wollen, dass alle Menschen sozial abgesichert sind, unabhängig von Vermögen und vor allen Dingen unabhängig davon, ob sie Arbeit haben oder arbeiten können. Also einfach aus dem Menschsein heraus. Das ist eine Sache, die uns als Linke meiner Ansicht nach ausmacht und uns auch sehr unterscheidet von den anderen Parteien. Das jetzt in aller Kürze. Das ist ein gutes Schlusswort. Was uns unterscheidet? Es bleibt alles anders, war die Frage. Muss alles anders, ist das Ausrufezeichen, was wir setzen. Es muss schon anders werden, damit es besser wird. Wir brauchen gerechte Wege aus der Klima- und aus der Corona-Krise. Die werden wir nur mit sozialer Umverteilung, mit sozialer Gerechtigkeit und mit Ausgleich hinbekommen. Das wird unter dem nicht zu machen sein, nicht mit schönen Worten und auch nicht mit Moderation ein bisschen da, ein bisschen dort, sondern es muss schon ganz, ganz doll anders werden.
Das war das, was wir heute mit Amira besprochen haben. Vielen Dank, Amira, dass du da warst. Wir sehen uns ja gelegentlich immer mal wieder, ja. Aber die Zuschauerinnen und Zuschauer werden dich sicher auch gerne demnächst wiedersehen. Ansonsten kündige ich neben dem, was der Bernd Rixinger in Kürze hier sagen wird, noch meinen nächsten Web-Talk an. Der geht so. Nächste Woche, 18 Uhr, mit dem Gregor G. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss und dranbleiben, kurz ein Bier holen oder was auch immer, Wein, Wasser. Gleich geht's weiter, unter anderem mit Bernd Rixinger zum Thema Klima. Tschüss. Tschüss.